Hallo, willkommen zurück bei Let's Play A New Beginning. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten in der letzten Folge unseren Datenkristall wiedergefunden, haben den dann in dieses Terminal reingepackt und so ein komischer Kauz auf dem Bildschirm hat uns dann erklärt, so und so Daten vom Kristall können nicht runtergeladen werden. Allerdings gab es da wohl noch so eine Sicherung irgendwie und die soll wohl dann irgendwo, wir hatten ja hier ausprobiert, in diesen Sockeln sind ganz viele von den Teilen. Das ist mir aufgefallen. Hier in der Mitte der leuchtet da oben. So. Und wenn wir jetzt unseren mal so hoch wie möglich da reinstopfen. So. Nee, leuchtet der doch nicht. Ich dachte, der leuchtet. Hat der nicht geleuchtet letztes Mal? Vielleicht hier. Ah, da leuchtet der, genau. So. Frage ist, was bringt uns das jetzt? Den Datenkristall. So. Den hätten wir. Das lassen wir mal offen, würde ich sagen. Ja, ich habe einfach die letzte Folge nochmal angeguckt, dann ist mir das aufgefallen, dass da ja der einzige geleuchtet hat und hab dann halt mal ein bisschen rumprobiert, damit ich das hier nicht allzu sehr in die Länge ziehe. Und das halt an dieser Kreuzung quasi von den beiden leuchtenden Lampen, dass man den da entnehmen konnte. So, jetzt gehen wir mal den Server doch in den Kristall. Sogar die Originaldaten. Mal sehen. Bravo, her damit. Hoffentlich haben wir jetzt mehr Glück. Ja, das hoffe ich auch. Und ich war gespannt, nerv was drauf nicht, Funker, das dauert einen Moment. Natürlich. Oh, jetzt geht los. Komm her, Faye. Das musst du dir ansehen. Emilio Indes. Ein Großindustrieller und Multimillionär aus der Energiebranche. Sieh nur. Er hat zur Jahrtausendwende über 30 Großkraftwerke in der dritten Welt gebaut. Alleine 10 davon standen hier. Im brasilianischen Dschungel. Und dann... Die Explosion hat einen Großteil des Regenwalds in kürzester Zeit vernichtet. Die Auswirkungen waren katastrophal. Das ist ja schrecklich. Nuklearer Winter, Treibhauseffekt, der Golfstrom erstarrte und hier, die Pole. Alles innerhalb von wenigen Jahren. Was war das für ein Foto? Die Gefahren eines Klimawandels waren bereits lange bekannt. Es gab Proteste und eine Sammelklage gegen Indes Kraftwerke, sogar noch kurz vor dem Zwischenfall. Und hier... Die Internationale Energieaufsichtsbehörde. Es kam zu einer Anhörung in Oslo. Hier wurde darüber entschieden, ob Indes seine Kraftwerke weiter betreiben darf. Das muss es sein. Nigel wollte, dass wir dorthin reisen. Zu genau dieser Konferenz. Kann sein. Vielleicht aber auch nicht. Hier steht es sogar. Die Entscheidung wurde zugunsten von Indes gefällt, weil es keine Alternativen gab. Denkst du, was ich denke? Die Alge. Indes. Salvador, ich bin mir ganz sicher. Diese Konferenz ist unsere Chance. Wir müssen ihnen die Alge präsentieren. Indes muss seine Kraftwerke vom Netz nehmen und die Erde ist sicher. Zu riskant. Unser Ziel ist Indes. Wenn wir Indes stoppen, stoppen wir auch den Klimawandel. Egal wie rum. Wir müssen auf diese Konferenz. Falsch. Wir müssen hierhin, zum Kraftwerk. Wir müssen das Unglück verhindern. Aber damit würden wir die Katastrophe doch nur hinauszögern. Die anderen Kraftwerke... Papalapap, ich habe entschieden. Wir gehen nach Brasilien. Geh du schon mal vor zu Delvin. Sag ihm, er soll die Zeitkapsel startklar machen. Ein Reaktorunglück? So ein Unsinn. Wenn es eine Klimakatastrophe gibt, dann durch globale Erwärmung. Konstante Umweltverschmutzung ist der Gegner, nicht irgendwelche Hollywood-Szenarien. Ja, konstante Umweltverschmutzung, die sich in dem Bruchteil einer Sekunde mit sofortiger Wirkung entlädt. Schwachsinn. Einfach nur Schwachsinn. Egal, was der Auslöser war. Mit deiner Hilfe können wir es verhindern.
Wir haben jetzt eine Zielzeit. Jetzt brauchen wir noch das entsprechende Atom und eine startklare Zeitkapsel. Fragt Delvin, ob er das Problem inzwischen gelöst hat. Jo, das machen wir. Das ist ja interessant. Ich wäre auch dafür gewesen, einfach mal die Alge da zu präsentieren, weil, ja, dann, wie gesagt, werden die Kraftwerke gar nicht gebaut und naja. Der Salvador hat ja eh nicht mehr alle auf dem Zaun, haben wir ja schon mitgekriegt. So, Delvin, wie sieht's aus? Faye, ich habe unsere Rationen ausgepackt. Hier, nimm. Ja, dankeschön. Delvin, wir haben wieder ein Ziel. Wir müssen weiter in die Vergangenheit. Ein Kraftwerk ist explodiert und hat den Klimawandel ausgelöst. Ein Kraftwerk ist explodiert? Das ist unsere Chance, das Unglück zu verhindern. Wir brauchen doch nur ein magnetisches Atom aus dieser Zeit. Richtig? Wir brauchen doch jetzt nur noch ein magnetisiertes Atom aus dieser Zeit, richtig? So. Nur noch? Ja, wir haben hier weder die Instrumente noch die Zeit, um so ein Atom zu finden und zu datieren. Woher habt ihr die Informationen über das Kraftwerk? Ich habe mir Bilder von einem der Terminals runtergeladen. Früher wurden Fotos und Filme auf mit Gelatine beschichteten Medien gespeichert, sogenannte Videokassetten. Wenn wir das Originalmaterial finden könnten, hätten wir auch das nötige Atom in der Gelatineschicht. Weißt du, ob es hier ein Archiv gibt? Ich arbeite bestimmt, dran. Bestimmt. Pass auf dich auf. Kann ich nicht noch mehr sagen? Ah, nee, wollte ich gar nicht. Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Ja, Blau ist ja zwar nicht so aggressiv, aber immer noch weit weg von wirklich angenehm. Verstehe. Nee, hier, noch was Wir anderes. Brauchen noch die Originalaufnahmen aus dem Archiv. Ich arbeite dran. Na gut, dann, gehen wir mal wieder runter. Das wird ja wohl da unten irgendwo sein, das Archiv, ne? Schätze ich mal. Wir müssen irgendwie wahrscheinlich durch die Panzertür durch. Was hat er uns da eigentlich gegeben jetzt für eine Ration, oder was? Muss ich mal gucken. Hast du mit Delvin geredet? Ja, die Zeitkapsel macht keine Probleme. Und das Atom können wir im Originalmaterial der Filmaufnahmen finden. Delvin ist ein Genie. Und ja, du wirst einen Weg nach unten finden und das Videomaterial besorgen. Jedes Gib Artefakt in diesem Laser Archiv zurück, besitzt eine Identifikationsnummer. Die Originalaufnahme der Indes-Katastrophe beginnt mit der ID 21108321000. Das sollte deine Suche beschleunigen. Danke. Instant Pill. Hühnchen à l'Orange. Joseph war auf diese Kreation ganz besonders stolz. Lecker. So, der hat uns jetzt irgendeinen Code genannt. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wo und wie und so. Ich schätze mal, wir müssen irgendwie durch diese Tür durch, aber fragt sich jetzt, ne? Wie? Aber das finden wir schon raus. Wir sind ja gewiefte Kerlchen, ne? So. Panzertür öffnen. Mal gucken, ob der jetzt was anderes sagt, ja? Ich sehe nirgendwo einen Türgriff. Wartungsklappe. Öffnen. Sie ist zugeschweißt, als hätte sich jemand auf der anderen Seite verbarrikadiert. Schloss. Ansehen. Ein elektronisches Schloss? Wie seltsam. Kann ich das nicht aufmachen? Ja, wo ist denn das Archiv, da wo wir hinwollen? Nee, das war das eine Rätsel, das hatten wir doch schon. Gehen wir mal nach oben. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal an das Terminal ran. Und gucken da einfach mal, der nicht irgendwas sagt. Guten Tag. Benutzen. Hallo? Hallo, Mensch. Das Passwort ist Blaualge. Ich habe eine Frage. Willkommen zurück, Nigel. Ja. Was kann ich denn heute für Sie tun? Ich brauche die Originalaufnahmen der Daten, die ich mir vorhin runtergeladen habe. Zu Ihrer Eingabe wurde ein Eintrag gefunden. Soll ich das Ergebnis notieren? Ja, bitte. Nicht nötig. Ich möchte diese Kassette bestellen.
Sehr gerne. Fehler. Sind Sie wirklich Nigel? Bitte? Ja. Ist das nicht Ihr Name? Loggen Sie sich bitte unter Ihrer richtigen ID ein. Bitte bestätigen Sie Ihre Benutzeridentifikation. Ja. Ich Doch, bin Nigel. Ich bin Nigel. Vielen Dank. Ein freundlicher Service-Mitarbeiter wird Ihnen die Videokassetten das war aus dem einfach. Archiv holen. Ab morgen liegt es am Central Service Point zur Abholung bereit. Aber ich will die doch jetzt, Aber ich Mann. Brauche diese Kassette jetzt sofort. Ein freundlicher Mitarbeiter wird Ihnen das gewünschte Medium aus dem Magazin holen. Ab morgen liegt es am Central Service Point zur Abholung bereit. Der checkt das nicht. Dann muss ich sie wohl selbst holen. Aber Nigel, Besucher haben keinen Zutritt zum Magazin. Oh doch. Wo ist das denn? Magazin? Das Magazin befindet sich im Untergeschoss, als Teil unseres umfangreichen Medienarchivs. Danke, ich bin dann weg. Verarscht. Fragt sich jetzt, ist das jetzt das hinter dieser Tür da oder nicht? Und wie kommen wir da hin? Das sind Fragen, die mich jetzt beschäftigen. So, also hier war jetzt ja nichts mehr, ne? Ne, also muss es da sein. Ja, aber die Tür kriegen wir ja nicht auf. Das ist doch Quatsch jetzt. Das ist doch doof. Wie was? Öffnen. Ich sehe nirgendwo einen Türgriff. Durchgucken. Ich schaute durch die Löcher, aber ich konnte nichts erkennen. Eine zweite... Es gab... Und wenn... Richtig. Ja. Eine Wartungsklappe oder sowas ähnliches. Mhm. Öffnen. Sie ist zugeschweißt. Ja. Als hätte sich jemand auf der anderen Seite verbarrikadiert. Ja, wo soll denn das sein? Mit dem... Linker Schau... Rechter Schaukasten. Ansehen. Im rechten Schaukasten war eine... Nein. Wirklich? Schallplatte interessiert uns jetzt nicht. Hm. Nummer 1 Terminal, oder was? Irgendwo muss das doch... Also da unten kommen wir nicht rein. Also müssen wir uns was anderes überlegen. Sonst, ich weiß ja nicht mal, ob das da richtig ist, wo wir waren. Hallo. Das Passwort ist Blaualge. Ich habe eine Frage. Willkommen zurück, Nigel. Ja. Was kann ich denn heute für Sie tun? Ich brauche die Originalaufnahmen der Daten, die ich mir vorhin runtergeladen habe. Zu Ihrer Eingabe wurde ein Eintrag gefunden. Soll ich das Ergebnis sortieren? Nein, danke. Wo ist das Magazin? Das Magazin befindet sich im Untergeschoss. Als Teil unseres umfangreichen Medienarchivs. Danke, ich bin dann weg. Vielleicht fragen wir mal den Salvador, der irgendwie eine Ahnung hat, was wir jetzt machen sollen. Weil durch die Tür kommen wir ja nicht. Vielleicht gibt uns ja den Laser, dann können wir uns da durchschießen. Wer weiß. Ey, Salvador. Altes Haus. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist dieses Atom. Die Originalaufnahme der Indes-Katastrophe beginnt mit der ID 2110832100. Die genaue ID gibt das System nicht aus. Okay, ich arbeite dran. Ja, aber wie kommen wir denn da hin? Das ist die Frage. Also, wenn wir erstmal da sind, ist das ja nicht mehr das Problem. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Das ist ja das... Das ist das Problem an der Sache. Das war wohl mal die... Eingangshalle. Alles sehr mysteriös hier. Vor allen Dingen, wer ist dieser Typ, der da uns da den Dings und ne, die Sonde da geklaut hat? So, hier mal rein. Ich dachte, das wäre hier. Maschine. Bedienen.
Nee. Passiert nichts. Leider, leider. Ja, aber hier ist ja sonst auch nichts, ne? Nee. Hm. Können die essen? Nee. Hühnchen à l'orange, Joseph. Ja, ja, ja. Ja, ich würde sagen, wir sind schon wieder rüber. Über die Zeit und dann finden wir halt morgen raus, wo die Kassette ist. Ja, ansonsten, wenn ihr Lust habt, abonniert oder gebt einen Daumen hoch oder so und lasst mich wissen, wenn euch was gefallen hat, was nicht und so weiter. Ja, bis morgen dann. Ciao, Freunde. Mhm.